Servus! Ich habe jetzt gerade mein Get Ready With Me abgedreht und ich habe mir gedacht, ich werde euch jetzt einmal die drei, vier Lippenstiftprodukte abfilmen, die ich jetzt dann durchgehend getestet und getestet habe. Und ja, wieder in dieser Baustelle, aber irgendwann einmal wird das ein schöner Drehort werden. Irgendwann einmal. Es kommt sogar noch ein Glitzerwand hinter mir. Glitzer. Das hat mein Freund ausgesucht, sage ich euch. Mein Freund sucht sich Glitzersachen aus. Ich bin sehr glücklich. Gut, fangen wir direkt einmal mit dem ersten Produkt an und zwar mit dem Mimimi. Das ist dieser da. Und die werde ihm direkt einmal auch meine Lippen auftragen, dass ihr den seht. Ja, er ist leider. Ja. Schaut nicht mehr so schön aus. Und okay, ich glaube, jetzt sieht man das sehr gut. Er ist. Ich tue ihn nur mal auf den oberen, wie das letzte Mal auch. So. Also, er ist orange. Die Farbe, ich würde mir niemals einen orangen Lippenstift kaufen. Nein. Mir gefällt die Farbe nicht. Es ist ein ganz anderer Ton, wie es da oben ist, finde ich. Also ich finde, das ist um einiges orange auf meine Lippen, wie es da oben ist. Wenn es so ein zart rosa wäre, wäre es vielleicht schön. Aber dieses Orange wollte man gar nicht, ich werde es auf jeden Fall für den Sommer aufgehalten oder für den Frühling und dann im erst anspitzen, dass dann die erste alte Schicht herunten ist. Ja, aber so gefällt er mir nicht, würde ich mir nicht nachkaufen. Vom Tragegefühl ist aber angenehm und wenn dann die Farbe gefällt, ist er sicher auch schön, er haltet auch. Und ja, er haltet so 3 Stunden, ja ungefähr 3 Stunden kommt mir vor, wenn ich esse und trinke da währenddessen. Ich trinke einfach durchgehend, ich sauf die ganze Zeit. Nee, ich trinke halt Wasser sehr viel und dafür ist er nicht gemacht, glaube ich. Aber so erhält er eigentlich gut und es ist ein super angenehmes Tragegefühl, nur leider ist er orange. So, ich weiß nicht, ob du jetzt das nächste Produkt warst, was ich gezogen habe. Egal, ich fange jetzt mal mit dem Kiko an und den trage ich direkt wieder am Lauf. So, tipp, der schaut so aus. Ah ja, kann ich nicht zusammentun, gell? So. Seht ihr die leichte Farbnuance? Den Unterschied zwischen diesen und diesen drin? Also auf jeden Fall der Kiko-Farbton, der ist auch schon recht gut benutzt. Wenn ihr das seht, das ist nur noch so viel drinnen. Der gefällt mir wiederum gut. Der haltet zwar ein bisschen weniger lang auf die Lippen, der haltet ungefähr 2 Stunden, kommt mir vor. Also da muss ich ihn nachziehen, weil er dann einfach fleckig wird. Aber mir gefällt diese Farbnuance, das ist ein leichter Unterschied. Die geht mehr ins Pinkliche, der geht mehr ins Orange. Und das ist schon bei mir ausschlaggebend, dass ich den um einiges lieber benutze. Seht ihr diesen Unterschied überhaupt? Ich denke schon. Auf jeden Fall ganz leicht seht ihr. Der, weiß nicht, gefällt mir einfach besser vom Ausschauen her. Habe ihm aber auch vielleicht auch, weil er, ja, ich weiß es nicht, aber mir kommt vor, es ist eine leichte Nuance, Unterschied, der geht ein leichtes bisschen ins Orange rein. Nein, nicht ins Orange, ins Pinke rein. Und deswegen gefällt er mir um einiges besser. Den werde ich auch versuchen aufzubrauchen nächstes Jahr, weil er, ja, ich finde die Verpackung auch sehr schön sitzt. Da steht das oben, das ist halt von so einer LE und ja. Folgt mir auch um einiges besser. Gut, jetzt werde ich mal was holen, um meinen Mund abzuwischen, dass ich euch die nächsten zeigen kann. So, ich habe jetzt meine Lippen abgeschminkt und will gleich weitermachen. Und zwar habe ich in der Essence Adventkalender von letzten Jahr einen Lippenstift drin gehabt und zwar der Natural Beauty. Diesen Adventkalender würde ich mir dieses Jahr auch wieder kaufen, weil er einfach cool ist. Werde ich euch wahrscheinlich mitnehmen. Wir nehmen Agatha und die werden wir gleich auftragen. Und ihr werdet gleich sehen, es ist ein sehr natürlicher Ton. Also ich habe noch keinen natürlicheren Ton für mein Gesicht gesehen. Ich finde, er schaut einfach so nach mir aus. Ich glaube, das ist so ziemlich mein liebster Lippenstift im Moment. Wenn ich etwas Natürliches will, wenn ich nicht viel auffallen will, würde ich immer diesen nehmen. Und der ist einfach super, 07 Natural Beauty. Zu dem kann ich nichts sagen. Wenn ihr den noch nicht habt, ich finde, der gehört fast in jede Sammlung rein.
wenn man mehrere Kosmetika hat oder wenn man auch weniger hat, gehört so ein rein, so ein natürlicher Ton. Natürlich muss es nicht unbedingt der von Essence sein, aber ich finde, so ein natürlicher Ton gehört einfach rein. Kommt mir immer so vor. Gerade als Mutter ist es auch sehr angenehm, weil wenn ich irgendwas mit den Kindern mache, will ich aber was Natürlicheres oben und schaue nicht aus wie ja, mit so dunklen Lippen und so extrem geschminkt, aber richtiger toller Ton, oder? Gefällt mir sehr gut. Und jetzt gehe ich gleich weiter. Ich tue mal den unteren Lippen wieder abschminken, warte mal. Und dann gehen wir zu einem weiteren Highlight. Das habe ich auch einmal in einem Tauschpaket drinnen gehabt. Das ist vom B2 Full Color Lipstick. Und zwar ist das der richtig dunkelrote. Und ich habe so viele B2 Produkte gar noch nicht. Aber ich muss sagen, von den Lippenstiften muss ich sagen, jeden Lippenstift, was ich habe, also ich habe zwei, ist bis jetzt super gewesen. Und ich muss ein bisschen runter tun. Und bam, diese Farbe. Also bei dieser Farbe kann man wohl gar nichts mehr sagen. Es ist so ein richtiger Herbstton. Und ich versuche mal den zusammen aufzutragen, ohne zu verschmieren. Ja, so exakt ist er jetzt nicht aufgetragen. Habe ich da jetzt was auf die Zähne? Nee. Also. Bei diesem Ton kann es natürlich passieren, dass dann die Zähne auch betroffen sind, wenn man es aufstragt. Ist jetzt nicht perfekt aufgetragen, aber ihr seht einmal die Farbe. Er hat sehr intensiven, sehr schönen, glänzenden Lippenstifteffekt. Also mir gefällt das sehr gut. Ich finde, die Farbe passt mir auch sehr gut, weil ich ja sehr blasser Typ bin. Da finde ich so ein richtig dunkelroter Ton eigentlich cool. Den trage ich aber meistens nur, wenn wir schnell mal einkaufen gehen oder nichts für längere Zeit, wo ich die Hemmli auf den Arm tragen muss, weil es greift mir eben rein und dann verschmiert er sehr, sehr schnell. Er geht auch ein bisschen auf die Zähne und halt. Also jetzt sind gerade nicht, gell? Oh doch, doch, doch. Warte jetzt mal. Beim Reden geht er dann auf die Zähne. Du musst dann halt, ja, eben abdingsen, abtupfen, dann passiert das nicht mehr. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann passiert das aber auch nicht mehr. Und er kriegt dann auch einen schönen Farbverlauf in den Mund rein, wenn ihr das seht. Ja. Also, der ist auch super Ton. Den benutze ich eben wirklich, wenn ich kurze Zeit aus dem Haus bin, wo ich mir auch wieder kontrollieren kann, dass es nicht verschmiert ist. Weil wenn die Kinder an ins Gesicht greifen, ist das gleich mal verschmiert. Wenn zum Beispiel ein Haar irgendwie ins Gesicht reingeht und man das wegzieht, dann hat man halt dann Striche. Wisst ihr, wie ich meine? So rote Striche nach außen. Zu der Haltbarkeit kann ich sagen, ist er so ja eigentlich gar nicht so schlecht für so einen dunklen Lippenstift, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Aber für kurze Aktionen trage ich den sehr gerne und habe ihn mir jetzt sehr oft getragen. Genau. Also, Fazit der Produkte, mir gefallen sie alle sehr gut, außer der da, den werde ich halt versuchen im Sommer aufzubrauchen. Den hätte ich wirklich nicht gebraucht, diese Farbrichtung werde ich wahrscheinlich sehr selten tragen. Und vielleicht werde ich schauen, dass ich sie irgendwie mit einem anderen Ton mischen kann, dass sie irgendwie geht. Aber so im Moment, ich weiß nicht, wie ich den benutzen soll. Ich habe immer sehr selten benutzt. Ja, die Lippen trocknen eigentlich alle Produkte nicht so wirklich aus, außer eben der, den ich sowieso nicht gern benutze. Der trocknet die Lippen sehr aus. Aber die anderen pflegen sie eigentlich eher und geben ein angenehmes Gefühl. So, was kann ich noch zu diesen vier Produkten sagen? Sie sind alle auf jeden Fall nicht kussfest, man kann sie alle sehr angenehm abschminken, ohne Wasser, nur mit einem Tuch eben drüber gehen, das geht super toll. Es gehen alle runter, es gibt andere, die was wirklich an, also die was man sehr schwer abkriegt, die gehen aber sehr gut ab. Und ich glaube, das war es auch schon, was ich zu den ganzen Produkten sagen kann. Wenn ich mal jetzt meine zwei Lieblingsprodukte raussuchen würde, wären es die zwei, aber ich muss sagen, der von Kiko, den benutze ich auch sehr gerne und ja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein paar herstellen, ich werde sie wieder testen. Es wird jetzt dann keine Ziehvideos mehr geben, da wo ich die Produkte ziehe. Ich werde sie direkt selber für mich ziehen, und aber auch aus dem Normal, so wie ich es mir eben vorstelle. Oder ich werde jetzt dann einmal nur meine Herzlippenstifte testen, egal. Nur ich werde sie nicht mehr ziehen, weil es ist irgendwie langweilig, wenn ich nur ziehe und dann sage ich nichts dazu. Oder ich werde es vorher ziehen und dann gleich das Video drauf, also dazu schneiden, aber das ist irgendwie auch doof. Ich werde mir das jetzt irgendwie so überlegen, aber jetzt war der Auto vorbei. Ja, das war es im Endeffekt schon zu diesem Video und ich glaube, ich werde ihn gleich oben lassen, nur ich werde ihn noch einmal nachziehen bei einem richtigen Spiegel, weil über die Kamera und mit diesem Spiegel schminken geht es schwer, weil der hat irgendwie, ich weiß nicht, was da oben ist, meine Kinder haben da irgendwas raufgekleckert, was nicht mehr runtergeht. Boah. Gut, das war es jetzt schon. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Vielleicht.